eine neue Folge MT5. Es geht weiter mit der Dice Wars Serie. Und zwar geht es heute darum, wie ihr das Spiel auf tabletopia.com spielen könnt. Viel Spaß! Ja, da bin ich wieder. Ihr seht es schon hier im Hintergrund. Es geht um tabletopia.com. Ich will euch einfach kurz zeigen, wie ihr da Dice Wars spielen könnt, wie ihr einen Raum erstellt und wie was die für Dice War wichtigen Kommandos sind. Ihr müsst euch erstmal einen Account machen. Es gibt Bezahl-Accounts, es gibt aber auch einen kostenlosen, der für Dice War vollkommen ausreicht. Wenn ihr euch so einen Account gemacht habt und euch eingeloggt habt, sollte das ungefähr so aussehen wie hier. Und dann könnt ihr einmal Dice War suchen und findet es dann direkt. Wie ihr dann mit jemand anderen spielen könnt, ist, also ihr könntet hier per Hotseat quasi am PC zu zweit an einem PC spielen. Ihr könnt aber auch online euch mit jemandem zu einem Spiel verabreden. Dafür klickt ihr auf Play Online. Und dann seht ihr hier, dass ein neuer Raum erstellt wurde, an dem noch ein leerer Platz ist. Und über diesen Code oder über den man dann auch hier kopieren kann oder auch, ja okay, ob ihr das jetzt bei Facebook sharen wollt, weiß ich nicht, könnt ihr jemanden einladen. Das heißt, ihr klickt auf Copy URL, schickt die jemandem, das ist dann ein Link, der andere klickt drauf und kommt dann hier hin und kann sich den zweiten Platz nehmen. Sobald dann der zweite Spieler drin ist, kann man, oder auch schon vorher, kann man auf Start drücken. Dann lädt das Ganze erstmal ein bisschen. Genau, und irgendwann ist es dann fertig und sieht so aus. Man kann sich hier mit WASD die Kamera bewegen. Man kann mit einem Rechtsklick und Maus bewegen, die Kamera hin und her bewegen. Und dann sieht man hier schon, dass man, wenn man ein bisschen hin und her geht, hier Völker liegen hat. Und auch die Geländeerweiterung. Wichtiger Tipp, mit Shift und dann ziehen, kann man mehrere Sachen auf einmal auswählen und bewegen. Das heißt, man nimmt sich sein Volk und setzt das hier hin. Und ja, kann dann spielen. Man hat hier so ein Säckchen für den Friedhof. Man hat hier seine Siegpunkte und Triggerpunktleiste. Man hat die Würfel, man hat alle Karten. Die Karten, wenn man schnell draufklickt und zieht, bekommt man nur eine Karte, kann die mit F umdrehen. Und mit dem Doppelpunkt kann man sie sich genauer angucken. Ist dann auch sehr schön scharf, sodass man alles lesen kann. Die Würfel den richtigen Seiten zuordnen kann man, indem man mit rechts draufklickt und dann hier auf dieses Seitensymbol geht und dann kann man entsprechend die Nummer auswählen. Bei mir verschieben die sich gerade immer so ein bisschen. Aber hier kann man mit Q und E die Ausrichtung der Würfel korrigieren. Das heißt, wenn ich das hier mit hingedreht habe, ich weiß jetzt nicht, ob es, ich habe noch nicht genau herausgefunden, woran es liegt, dass der sich immer dreht, kann man den mit einmal auf Q drücken korrigieren und hat ihn dann schön ausgerichtet. Das ist besonders komfortabel, wenn man die Ritter spielen möchte, die hier auf der anderen Seite liegen. Denn die spielen ja viel mit den Ausrichtungen. Das heißt, wenn ich hier so ein Schild habe und ich möchte das entsprechend ausrichten, muss ich nur mit E oder Q das in die richtige Position drehen. Ich glaube, das waren jetzt auch schon alle wichtigen Funktionen, die man für Dice War braucht. Und wenn ihr über Tabletopia das Spiel spielen wollt, dann wünsche ich euch dabei viel Spaß.